Ja, ich habe Post bekommen. Ja, ihr seht hier, endlich ist bei mir das Rise of Evil Doppelpack angekommen, zusammen mit dieser Walmart-Exclusive-Figur Pantor beflockt. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing hier bei den Origins-Giganten, die wir gerade unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen drehen. Denn draußen hier in Düsseldorf sind es 33 Grad. Und hier in der Bude, man kann sich das vorstellen, die ganzen Scheinwerfer, da sind wir bestimmt locker bei 38, 39 Grad. Der Schweiß, der fließt herunter. Es ist nicht gerade eine tolle Situation, wie ich produziere, aber wenn ich diese tollen Figuren hier sehe, entschädigt dieses enorm und ich bin total mega aufgeregt. Und nochmal Dankeschön, Space, für diese flotte und rasche Abwicklung. Und ich habe mir so gedacht, mit was fange ich denn heute an? Ja, okay, Pantor habe ich ja schon mal vor geraumer Zeit gezeigt. Zwar nicht beflockt, sondern bemalt, aber die beflockte Version zeige ich euch beim nächsten Mal. Denn heute möchte ich mit euch dieses tolle Doppelpack auspacken, nämlich da, wo Keldor mit enthalten ist und den Origins Chronis. Und da beginnen wir jetzt unsere Ausgabe der Origins-Giganten. Ja, hier steht das Walmart Exclusive, das Doppelpack von Keldor und dem Origins Chronis. Schon alleine das Artwork ist wirklich atemberaubend. Und dieses Two-Pack ist so besonders, weil man hier zwei Figuren verewigt hat, die so ausschauen, wie sie jetzt nicht ausschauen. Denn zum einen sieht man hier Keldor, Keldor, bevor er zu Skeletor wurde, und an seiner Seite Chronis, bevor er zum Leibwächter Trapjaw wurde. Diese kommen hier auf europäischer Karte. Ja, und beide Figuren sehen schon auf dem ersten Anblick im Blister richtig cool aus. Ja, unterhalb der Box sieht man natürlich Keldor und den Origins Chronis Schriftzug und daneben natürlich von Mattel. Freigegeben ab 6 Jahren aufwärts. Auch hier wieder ein geniales Artwork auf der Rückseite der Backguard. Hier sieht man vorne Keldor, der nebenbei taucht der Name Keldor erstmals 1987 im Minicomic The Search of Keldor oder auf dem deutschen Titel Auf der Suche nach Keldor auf. Und hier sieht man Chronis, bevor er die frühere Identität von Trapjaw annahm. Diese tauchte ebenfalls im 2000Xer Cartoon auf. Aber seine Geschichte erfahren wir ausführlich im 2000Xer Comic Icons of Evil, Trapjaw, das im September 2003 in den USA erschienen ist. Auch hier im Hintergrund sieht man eine weitere Figur, die erscheinen wird, und zwar den Mini-Comic Tree Clubs. Auch hier im Hintergrund Evil-Lyn. Hier vorne im Bild sieht man noch natürlich King Randor, der zusammen mit Man at Arms und Stratos ja den Palast verteidigt. Hier an der Seite sieht man noch die Action-Features. Bei Keldor kann man natürlich den beigefügten Wechselkopf ihn zu Skeletor verwandeln lassen. Außerdem hat Keldor noch einen Widderstab mit dabei. Und hier an der Seite Chronis, ja, er hat auch noch ein Gewehr mit beinhaltet. Ja, auf der Rückseite sieht man noch weitere Figuren, die erschienen sind. Und hier unten gibt es noch einige Produktinformationen. Ja, da wollen wir uns mal dieses geniale Two-Pack mal anschauen. Dieses Two-Pack trägt auch den Titel Aufstieg des Bösen. Ja, steht hier in verschiedenen Sprachen. Und wie gesagt, diese beiden Figuren sind die, bevor sie zum Bösen geworden sind, Figuren. Richtig toll. Wie gesagt, war es auch in Walmart in den USA ein Exclusive.
Und jetzt gibt es sie auch endlich in Deutschland. Jetzt hat Space-Figuren für alle Vorbesteller diese ausgeliefert. Und für all die anderen, ja, die sagen, ich hätte ja auch noch so ein geiles Two-Pack, gibt es ab 28.06. gibt es diese bei Space zu bestellen. Da sind nämlich noch einige Sets über. Und was gibt es noch zu sagen? Okay, der Skeletor-Kopf ist schon ein wenig... Gut, sieht jetzt nicht so schlecht aus, wie ich ihn auf Bildern gesehen habe. Da bin ich erstmal richtig gespannt drauf. Hier auch Keldor. Ja, sehe ich jetzt schon mal, da fehlt schon mal ein Wechselkopf. Der hätte eigentlich der Wechselkopf sein müssen von Trapjaw. Das wäre dann noch cooler gewesen. Aber gucken wir uns das Ganze mal an. Und dann wollen wir erstmal aufmachen. So, schnell aufgemacht. Ich bin schon mega gespannt. Und wie gesagt, hier auch hier das Artwork. Genial. Ja, da sind auch sehr viele Spoiler drin, welche Figuren es demnächst geben wird. Aber die wissen wir jetzt eigentlich alle schon. Auch der Mini-Comic-Tree-Klops wird erscheinen. Da gibt es aber noch keine Produktfotos zu kaufen. Das können wir mal zur Seite legen. Oh, oh geil. Sehr, 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 sehr gut. Man muss auch sagen, Keldor gab es nur ja, als 2000-X-er-Figur zu kaufen und auch bei den Classics. Vorher in den 80ern gab es Keldor gar nicht als Figur, geschweige denn im Filmation-Cartoon. So sieht's aus. Im Hintergrund eine rote Pappe. Sieht richtig cool aus. Wollen wir aufmachen, damit wir sofort auch dieses Set auch genauer uns anschauen können. Was ich sehr gut finde, sehe ich jetzt schon den Widderstab von Keldor, aka Skeletor. Er ist so schön in Lindgrün gehalten. Wie kriege ich jetzt hier auf? Ach, kann man rausdrücken. Diesmal haben die auf Gummis wohl verzichtet, die Figuren hier in der Verpackung oder im Blister fixieren. Moment. Aber hier, Moment, wir wollen ja nichts kaputt machen. Ja, da ist schon mal hier. Das meine ich. Diesen geilen Widerstab von Skeletor. Normalerweise kennt man diesen nur in lila. Hier ist er noch so schön, ja, lindgrün. Seht ihr das? Das gucken wir uns gleich auch nochmal cool an. Natürlich den Wechselkopf. Der hat doch schon irgendetwas. Weil auf den Fotos, ja, auf den Produktfotos sah er richtig blöd aus. Aber seine Augen, seine düsteren roten Augen, sie leuchten irgendwie. Gucken wir uns gleich auch noch genauer an. Natürlich auch das Schwert von Keldor ist auch mit dabei. Das wurde aber wieder, glaube ich, fixiert mit Gummi. Nee, doch ohne Gummi. Hier ist Gummi. Hier ist irgendwie so eine Befestigung. Moment. Werden wir natürlich hier befreien. Und sehe schon hier, da hat Mattel auch wieder... ein bisschen gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit. Das sage ich jetzt gleich. Moment. Denn hier erstmal, auch hier das Schwert ist in lila und die Schwertspitze in grün gehalten. Hier, das Schwert ist hier schön abgerundet. Ja, das Schwert ist genauso wie jetzt bei dem neuen Prince Adam auf Sky Sled, ist das Schwert jetzt auch wirklich für die Hände geeignet. Schön abgerundet. Darüber habe ich ja berichtet. Könnt ihr euch gerne das Video mal anschauen. Und das Schwert ist in 3D, nicht so wie das Schwert von Skeletor in der Einzelverpackung, wo man die Schwerter zusammenfügen kann. Sehr toll, sehr, sehr, sehr toll. So, und jetzt raus mit dir, Keldor. Ach, so. Geil. Mega, mega, mega cool. Jetzt schon in der Hand zu halten. Boah, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Hä? Mal schön hier den Widerstab fixiert in Händen. Juhu. Und natürlich das Schwert. Ja. Paint Shop ist richtig cool. Sehr schön ausgemalt. Und auch dieses grüne Element taucht hier vorne auf dem Brustpanzer nochmal auf. Das zeigen wir gleich. Oder zeige ich euch gleich. Dann kommen wir zu
Cronus, den wollen wir auch sehr schnell mal befreien. Der Arme soll ja auch nicht bei der Hitze hier in diesem mega, mega warmen Blister bleiben. Ich muss sagen, es ist wirklich mega heiß. Und habt ihr auch festgestellt, bei diesem warmen Wetter oder diesem heißen Wetter, ja, dass in der Wohnung die Figuren umfallen mit der Zeit, ja, weil die Hitze macht auch die Figuren zu schaffen und so erschlaffen manchmal die Gelenke und man hört mitten in der Nacht plötzlich puh, puh, puh. Dann ist nicht Domino Day, sondern Figuren Day, denn da kippen die Figuren aus den Regalen und man muss sie dann vom Boden aufsammeln. Und auch da das Gute, eine gute Nachricht ist, bisher ist keine Figur bei mir, die runtergefallen ist, sind vom Regal, sind nicht kaputt gegangen. Hatten auch keinen Farbabrieb. Also man muss sagen, die Figuren sind wirklich spielfreundlich für die Kinder, denn sie gehen nicht kaputt. Natürlich, wenn die jetzt vom Hochhaus fallen würden, wüsste ich nicht, ob sie diese überleben werden. Aber so kann ich sagen, eine sehr gute Verarbeitung von Mattel. Hier das Maschinengewehr von Cronus, dem Origins Cronus. Jetzt holen wir den natürlich hier auch raus. Eine sehr coole, interessante Figur. So, raus mit dir. Jetzt gucke ich mal. Ja, natürlich. So sah Trapjaw wirklich vorher aus. Ohne seinen Stahlkiefer und ohne seinen Waffenarm. Ja. Mega, mega cool. Gut, das Gesicht, das guckt schon grinsend, hämisch, guckt es einem an mit aufgerissenem Mund und seinen weißen Zähnen. Was ich aber wirklich hier schade finde, ist, dass die hier bei diesem Set keinen Wechselkopf von Trapjaw dazugefügt haben. Also man hätte den Kopf mit dem Stahlkiefer nehmen sollen. Was meint ihr? Könnt ihr gerne unten in die Comments mal reinposten. Dann schauen wir uns jetzt erstmal zuerst die erste Figur an, und zwar Keldor. Ja, da steht er heroisch mit seinem Widderstab. Sehr schön bemalt, ein sehr schöner Paintjob, sieht man auch hier schon im Gesicht. Und natürlich sein Kinnbart, das macht ihn noch ein wenig düsterer. Ja, hier sein Brustpanzer, den kennt man eigentlich auch von Skeletor. Ja, sein bekannter Lendenschurz darf auch nicht fehlen. Ja, und hier sieht man seine Stiefel. Ja, da hat er noch keine Krallen. Die sind ja erst gekommen, nachdem er zu Skeletor wurde. Hier sein Schwert. Wie ich schon sagte, das Schwert glüht vorne an der Spitze. Und hier sein glühender Widderstab. Ja, er trägt natürlich eine Langhaarfrisur. Und natürlich einen Umhang aus Weichplastik. Und hier Keldor endlich als Skeletor mit dem beigefügten Wechselkopf. Ja, der sieht mal richtig düster aus. Richtig spooky. Und hier sind die roten Augen, die ich eben meinte. Die stechen ja noch mehr hervor. Die glühen förmlich. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man es hier auf Video gut erkennen kann. Aber wenn man diese Figur in Händen hält, sind die Augen schon sehr geil gemacht. Eine richtig coole Figur, auch die Farbgebung ideal. Dieses glühende Schwert samt Widderstab, das ist schon wirklich ein Hingucker. Und wie gesagt, man kann auch natürlich den Kopf wechseln, man kann ihn abmachen, wie bei all den Origins. Und man kann natürlich auch seinen Umhang entfernen. Jetzt muss ich mal kurz hinten mal den Brustpanzer zumachen. Der ist offen. Moment. So. So sieht er natürlich aus wie die Figur von Skeletor. Seht ihr das? Sehr, sehr, sehr geil. Jetzt machen wir natürlich auch noch den Kopf von Skeletor drauf. Ja, so ist denn aus Keldor Skeletor geworden. Und wie ich schon sagte, diese stechenden, roten, funkelnden Augen, die wirken wirklich, wenn man ihn in Händen hält. Jetzt auf Video und auf Fotos kommt das nicht so cool rüber, wie er wirklich in Natura ist. Ja, auch seine Schuhe hier unten, ne? Mega cool.
Man kann natürlich auch hier wieder, ich gucke gerade mal hier, man kann aber nicht, sehe ich schon, seine Arme entfernen. Das geht nicht wie bei den normalen Origins, denn ihr wisst ja, man kann da die ganzen Gliedmaßen kann man da entfernen und tauschen und wechseln. Hier Hände geht, aber hier Oberarm geht nicht. Kopf kann man wechseln. Guck mal hier. Ja, die Füße kann man natürlich entfernen. Ach, er kann sich bewegen. Nach links, rechts. Er kann sich um 360 Grad drehen. Den Kopf kann er genial. Guck mal, so sieht das gut aus, oder? Guckt er nach oben. Ja, was kommt da oben, von oben geflogen? Soa, bist du das? Mega cool. Ja, eine schöne, schöne Figur. Hat mich voll überzeugt. Findet ihr auch cool? Könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinposten. Und nach Keldor, ja, kommen wir jetzt zu seinem Leibwächter. Wir kommen zu dem Origins Cronus. Den schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer an. So, jetzt kommen wir zu Cronus. Ja, wenn man diesen Helm sieht, hat man unwillkürlich sofort auch das Stahlmaul Trapjaw im Kopf, oder? Und dann sehr ungewöhnlich dieser Gesichtsausdruck, weil man kennt wirklich eigentlich nur Trapjaw. Also sein Charakter nach Cronus. Ja, hier seine Rüstung, die man auch abnehmen kann. Hier sein beigefügtes Maschinengewehr. Was hier auffällt, ist der Ringfinger. Seht ihr? Er ist ein bisschen abgeknickt. Ist das ein Produktionsfehler? Ich vermute mal schon. Ja, hier ist ja bekannt, das kennen wir ja auch von dem anderen Trapjaw, seine Beinrüstung. Und so sieht Trapjaw von hinten aus. Ja, Cronus trägt auch seinen Helm, den man auch von Trapjaw kennt. Hier oben kann man auch wieder einen Bindfaden reinmachen und ihn zum Beispiel von Bäumen heruntergleiten lassen. Ja, auch bei ihm gilt, man kann seine Oberarme leider nicht entfernen. Nein, sie haben ein Kugellager hier, wo man die Arme natürlich auch sehr schön um 360 Grad drehen kann. Man kann aber natürlich auch hier seine Hände entnehmen, wie man es halt gewohnt ist. Sehr, sehr, sehr geil. Wechselkopf kann man eigentlich austauschen. Geht auch. Man könnte theoretisch, habe ich jetzt leider nicht hier vorliegen, man könnte theoretisch jetzt auch den Kopf von Trapjaw drauf machen und dann hat man natürlich den Trapjaw hier. Hier auch seine Rüstung kann man natürlich auch wechseln oder aufmachen. Geht, möchte ich jetzt nicht aufmachen, seht ihr hier. Könnte man, glaube ich, obwohl es schwer ist, könnte man aufmachen und abnehmen, theoretisch. Aber ich sehe schon, in der Praxis würde es leider nicht funktionieren. Komisch. Weil dann müsste man ja die Oberarme abmachen, die ist leider, wie ich eben schon sagte, bei den beiden Figuren geht es halt nicht. Egal. Aber auch diese Figur kann man unten rum 360 Grad drehen. Und natürlich hier der Finger, was ich sagte, entweder ist der Finger von der Produktion schon kaputt gewesen, ja, weil dieser Ringfinger von der rechten, von der linken Hand ist ein wenig abgeknickt. Komisch, echt. Sollte es so sein? Naja, egal. Auch eine schöne Figur, top. Aber wie ich schon sagte eben, es fehlt leider der Wechselkopf von dem Stahlmaul Trapjaw. Hätte man dazu fügen können, dann wäre es noch cooler gewesen. Ja, da einmal ein Minuspunkt. Jetzt gucke ich mir mal den Paintjob nochmal genauer an. Den kann man lassen, den Paintjob. Sehr gut gemacht, sehr, sehr ordentlich. Die Figuren bemalt haben, hatten ein sicheres Händchen, ja. Hinten sieht man auch noch für die Waffen, seht ihr das? Kann man sehr schlecht erkennen, ne? Aber da könnte man theoretisch, könnte man noch die ein oder andere Waffe reinhängen, die man von Trapjaw kennt, ja. Ja.
Toll, schön, gefällt mir. Dieses Doppelpack hat es wirklich in sich. Gibt es jetzt bei Space Figuren zu kaufen. Ab dem 28. Juni werden noch die Restmengen, die es noch übrig geblieben sind, die noch übrig geblieben sind, so muss es heißen, ja, werden noch denn auf die Webseite gepackt und dann kann man sie dort ja, bestellen und die werden dann sofort ausgeliefert ab Lager. Gut, damit war es nun für die Origins-Giganten für heute mit diesen tollen Figuren. Jetzt folgt die nächste Aufzeichnung und das Video folgt ja auch sehr zeitnah und zwar mit dem beflockten Pantor. Endlich gibt es dieses Reittier von Skeletor in der beflockten Version. Die gibt es ebenfalls zu kaufen. Das schauen wir uns dann gleich im nächsten Video an. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Genießt den Sommer, lasst euch's gut gehen, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt Fan. Tschüss.